Gravity-Fehler machen. So, wieder die Industrieanlagen, die brauchen wir uns nicht angucken. Und dann geht's los. Ah, die hätte ich gerne mitgenommen. Die Tankstelle, die Nitro-Tankstelle. So, und wir liegen im Plus. Das war ganz gut. Na also. Gar kein Thema. 230,5. Und damit holen wir uns hier auch den ersten Platz. Dachte ich mir doch, dass wir das noch schaffen können. 31.000, Mensch, wir kommen langsam Richtung Ende. So, Aero-Karosserie. Das überspringe ich einfach mal. Und das war von 230 auf 0. So, und dann schauen wir nochmal. Rennen... Stopping Power. Wir versuchen es noch einmal. Und wenn das nicht nix wird, dann fahren wir nochmal die restlichen Rennen mit dem Audi. Und nehmen den hier dann erst wieder für das nächste Rennen. Beziehungsweise eigentlich würde ich fast sagen, nehmen wir wieder unseren Bugatti denn für das Schlussrennen gegen den Most Wanted 1. Aber erstmal kümmern wir uns um den Mist hier. Wow, 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 wow. Das war diese eine Stelle hier, die versemmel ich immer. Diese dämliche Kurve. Zentrale, wie sieht es mit Verkehrsstörungen dort aus? Verstanden, schicke schnellstmöglich Unterstützung. Zentrale L50, Radar ist gecrashed. Das hoffe ich doch. Die Radar halten nicht an, wir müssen sie stoppen. So, ich glaube, der Bugatti ist auch irgendwo gegen die Wand gefahren, von daher unentschieden. Ja, aber wir sind noch Erster, wunderbar. Aber wie gesagt, erste Runde ist völlig egal. Die erste Runde, die können wir theoretisch auch rückwärts fahren. Ich glaube, das ist Europa oder so. Zentrale, holen wir Verstärkung und zwingen die Typen zu einem Fehler. Der Bugatti hier, ne? Der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach was. Ach Mensch, da wollte ich den doch nur ein bisschen hinten reinfahren und dann. Und dann bestraft uns das Karma. Nochmal Platz, Kollege. Oh Gottes Willen. Also diese Kurve hat es echt in sich. So viel dazu. Nochmal Platz, Kollege. Danke. Ich hoffe, die rächen sich nicht. Wobei, die rammen uns... Ach, verdammt. Ja, die rammen... Alter, die rammen uns eh die ganze Zeit weg. Von daher ist das eigentlich auch nur fair, wenn wir uns revanchieren bei denen. Hallo, Kollege. Einmal vorbei, danke. Verstanden, schicke schnellstmöglich Unterstützung. So, Bugatti, mach dich vom Acker. Ja, super. Ich hoffe, das war der Bugatti, der da noch mit rein ist. Ich weiß es aber nicht. Ja, guck, der fährt hier durch, interessiert ihn gar nicht. Achtung, aktualisierte Beschreibung. Wow, ich dachte, da hätte der vor uns schon Platz gemacht. Ach, Mensch. Aber es ist noch alles beisammen. So, und jetzt hier die Kurve. Achtung, und yes! Schon ein persönlicher Sieg. Update erreicht.
erhalten. Weitere Infos auf dem MDC. So, und der Bugatti nervt hier wieder rum. Ah, okay. Zentrale, unzählige 1044er. Unzählige, wir sind übrigens zu viert, Kollege. Zentrale, Einsatzleitung muss neue Taktik freigeben. Aber in der Polizeischule geht's scheinbar nur bis drei. Schnellstmöglich Unterstützung. Ach du Scheiße. Mist. Na gut, schade. Den ersten Platz, da haben wir in der Kurve noch verbockt. Aber der zweite Platz ist auch völlig in Ordnung. Damit gebe ich mich hier einfach mal zufrieden. 20.000 Punkte noch. Eieiei, das heißt nächste Runde... Nächste Folge können wir es theoretisch schaffen, dass wir hier genug Punkte haben, damit wir dann übernächste Folge dann antreten können. So, und tja, Reifenreparatur. Naja, muss ich ja irgendwie. Ja, Mensch, mein Gott, das bisschen Geschwindigkeit und so, das passt schon. So, ich versuche hier irgendwie nochmal auf Teufel komm raus wegzukommen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann lasse ich uns einfach kurz verhaften. Und ach, ich lasse mich einfach verhaften. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid hier. Lehrer Let's Plays Need for Speed Most Wanted 2 bzw. 2012. Und nächste Folge geht es dann natürlich weiter hier an dieser Stelle. Bis dann.